Hallo, liebe Geschwister, auch heute wollen wir noch einmal in den Prozess Jesu hineinschauen. Wir begeben uns wieder ins 19. Kapitel von Johannes und hören die Verse 4 bis 11. Pilatus ging noch einmal zu den Leuten hinaus und erklärte ihnen: Seht doch, ich lasse ihn zu euch herausbringen, ihr sollt wissen, dass ich keinen Grund finde, um ihn zu verurteilen. Jesus kam heraus, er trug die Krone aus Dornenzweigen und den purpurfarbenen Mantel. Pilatus sagte zu den Leuten: Seht doch, da ist der Mensch. Als die führenden Priester und die Gerichtsdiener Jesus sahen, schrien sie ihn: Sie kreuzigen, kreuzigen! Pilatus erwiderte: Nehmt ihr ihn doch und kreuzigt ihn, ich halte ihn für unschuldig. Die Vertreter der jüdischen Behörden hielten ihm entgegen: Wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz muss er sterben, denn er hat behauptet, er ist der Sohn Gottes. Als Pilatus das hörte, wurde es ihm erst recht unheimlich. Er ging wieder in das Prätorium hinein und fragte Jesus: Woher kommst du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort mehr. Pilatus sagte zu ihm: Weigerst du dich, mit mir zu reden? Weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen? Ich habe aber auch die Macht, dich kreuzigen zu lassen. Jesus antwortete ihm: Du hättest keine Macht über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Deshalb hat der die größere Schuld, der mich dir ausgeliefert hat. Liebe Geschwister, es ist schon erstaunlich, dass gerade der Heide immer wieder beteuert, Jesus ist unschuldig. Ich finde keine Schuld an ihm. Juristisch gesehen also ist Jesus freizusprechen. Und genau deshalb macht er einen neuen Versuch. Er bringt ihn hinaus, so zerschlagen, so geschunden, wie er ist, verspottet, verhöhnt, ein Zerrbild eines Menschen. Letztlich zeigt er ihnen einen König, der eigentlich nur ein Spott ist. Und macht sozusagen deutlich: Seht ihn euch doch jetzt an. Das ist kein König. Eure Anklage haut also beim besten Willen nicht hin. Und einem solchen König, so einem Häufchen Elend, würde doch keiner mehr folgen. Wir wissen nicht, warum Pilatus sich auf einmal so der Wahrheit verpflichtet fühlt. Der Wahrheit, zumindest dem Recht, sagen wir es so. Ob er damit provozieren will, ob er damit die Juden ärgern will, auf jeden Fall stellt er eins klar fest: Juristisch hat er nichts in der Hand. Und machen wir uns nichts vor, letztlich haben das die jüdischen Führer auch nicht gehabt. Er wird also nicht aufgrund seiner Wunder, die er getan hat, verklagt. Nicht wegen Sabbatbruch, nicht wegen irgendwelcher Sachen im Tempel, die passiert sind. All das spielt keine Rolle. Und es wird auch sehr schnell deutlich, dass es hier um anderes geht. Ja, es wird sehr deutlich gesagt. Er ruft also oder winkt, könnte man wahrscheinlich annehmen, den Jesus nun heraus, geschleift von zwei Wachen, in seinem spöttischen Aufzug, in die Hände der Heiden gegeben, völlig entkräftet, völlig zerschlagen, völlig erniedrigt, in den Staub gedrückt. Und vielleicht auch dieses, ich finde keine Schuld an ihm, trotz Verhör, trotz Marter oder Folter. Er ist unschuldig. Seht doch, da ist der Mensch. Ecce homo. Ein Wort, was eingegangen ist in die
Malerei eigentlich auch in die Geschichte seht, der Mensch. Und das macht es deutlich, was der Mensch ist ohne Gott. Ohne Gott letztlich sind wir gefangen in uns selbst. Unfähig, wirklich die Gebote zu halten. Sind wir eigentlich der vollen Strafe schuldig? Und da gibt einer sein Blut und ist unschuldig. Ecce homo, welch ein Mensch. Seht der Mensch. Vielleicht auch ein bisschen spöttisch tatsächlich gemeint. Und ihr fürchtet euch vor ihm. Diesem folgt keiner mehr. Aber interessanterweise die Reaktion, auf die er hofft, nämlich Mitleid und Erbarmen, kommt nicht. Und es wird sehr deutlich, dass die führenden Priester, die Stimmungsmacher sind, denn sie rufen sehr deutlich, kreuzigen, kreuzige ihn. Die religiösen Führer verlangen die schlimmste Strafe überhaupt. Es geht ihnen darum, diesen Ruf Jesu ein für alle Mal zu vernichten. Wer am Kreuz hängt, wer am Holz hängt, ist von Gott verflucht. So sagen sie. Und sie hoffen damit, wenn dieses geschieht, dann endgültig diese Sache mit diesem Jesus und seinen Jüngern erledigt zu haben. Deswegen kreuzige ihn. Pilatus' Antwort schmeckt ihm gar nicht. Dann nimmt ihn und kreuzigt ihn. Sie wollen, dass es durch römische Hand geschieht, nicht, dass man auf sie dann zeigt und sagt, ja, nein. Er sagt, ich will es nicht tun, denn er ist und bleibt unschuldig. Dieses Beteuern ist schon auffällig, nicht? Aber nun kommt entgegen, Moment, wir haben ein Gesetz und nach diesem Gesetz muss er sterben. Denn er hat behauptet, er ist der Sohn Gottes. Also das Gesetz, es gibt diese Sonderregelung, die die Juden immer wieder hatten und die sie auch gegenüber Pilatus immer wieder durchgesetzt haben. Diese Sonderregelung, nämlich, dass sie verlangen können, dass die Todesstrafe von den Römern durchgeführt wird, wenn Menschen bei ihnen verurteilt werden. Das ist eben tatsächlich dieser Sonderstatus und sie bringen damit natürlich auch Pilatus in eine Zwickmühle hinein. Aber nun kommt sie auch zum Punkt der Sache. Es geht tatsächlich nicht um die Dinge, die er getan hat. Es geht nicht um das, was er für die Menschen getan hat oder wo sie ihn immer wieder angegangen sind. Es geht um den Vorwurf, er nennt sich der Sohn Gottes. Er behauptet, er ist der Sohn Gottes. Sie wissen sehr wohl, wenn er vom Menschensohn spricht, was gemeint ist. Und es ist der Vorwurf der Gotteslästerung. Und damit lassen sie die Maske fallen. Es geht nicht um ein Politikum, es geht nicht um ein Königtum, es geht nicht um irgendetwas. Es geht allein um diesen Anspruch. Sie wollen nicht glauben, beziehungsweise sind sie wie die Weingärtner, die das dem Weinberg gepachtet haben, wie wir es bei Matthäus lesen, und die Knechte alle wieder rausjagen oder erschlagen und schließlich auch den Sohn vor dem Weinberg töten lassen und töten. Was wird der Herr des Weinbergs tun, steht dann die Frage. Ja, das verunsichert nun Pilatus. Er nennt sich der Sohn Gottes und er geht erneut hinein mit Jesus, um ihn noch einmal zu verhören und fragt, woher kommst du? Also bist du einer der Göttersöhne oder was auch immer? Das hat natürlich Konsequenzen, wenn man sich als Sterblicher an den Göttersöhnen vergreift. Denn die Götter lassen das nicht ungestraft. Gottes Sohn. Diese Verunsicherung steckt tatsächlich in Pilatus und macht ihm Sorge.
auf sein Verhör antwortet Jesus nicht. Und Pilatus macht es nochmal deutlich. Sag mal, weigerst du dich mit mir zu reden? Weißt du nicht, dass es in meiner Macht steht, dich freizulassen? Aber ich habe auch die Macht, dich kreuzigen zu lassen. Nun spielt er die Machtkarte aus. Und Jesus macht sehr, sehr schnell ihm deutlich, dass irdische Macht letztlich nur begrenzte Macht ist. Dass Pilatus nichts anderes tun kann, als das auszuüben, was ihm gegeben worden ist von oben. Und damit ist nicht der Kaiser gemeint in Rom, der ihm dieses Amt verschafft hat. Damit sind auch nicht irgendwelche Beamte gemeint, die man vielleicht bestechen kann. Damit ist im Prinzip wirklich der Hinweis auf Gott. Gott hat dir jetzt die Möglichkeit gegeben, zu entscheiden. Gott hat dir jetzt die Macht gegeben und diese Macht kann er dir genauso wieder nehmen. Er nimmt das an, auch das Kreuz. Er nimmt das an, dass er verurteilt wird. Er wehrt sich nicht dagegen. Aber er verkündet immer noch den himmlischen Vater als den, der allein die Macht hat in dieser Welt. Letztlich zu regieren, der diese Macht durchaus anderen gibt, die sie missbrauchen können, aber er allein hat die Macht. Ja, das ist interessanterweise die Antwort. Und dann ein zweites, deshalb hat der die größere Schuld, der mich dir ausgeliefert. Er ist sich sehr bewusst, dass Pilatus letztlich ihn nicht verurteilen will. Was auch immer da die Hintergründe sind. Aber dass die da draußen seinen Tod wollen. Und deswegen sagt er auch bewusst, sie versündigen sich. Das ist die Sünde, dass sie ihn ausliefern in die Hände der Heiden. Dass damit in die Hände der Heiden, damit eigentlich unterschreiben sie ihr Urteil. Er hat sie immer wieder eingeladen. Er hat immer wieder deutlich gemacht, dass sie doch umkehren sollen zu Gott. Dass sie seiner Einladung folgen sollen. Und was haben sie gemacht? Sie schreien da draußen ans Kreuz mit ihm. Kreuzigen. Er verleugnet sich nicht und auch nicht den himmlischen Vater aus Angst vor einem Herrscher, der natürlich scheinbar eine Menge Macht hat. Aber letztendlich, allein seine Verunsicherung und seine Angst zeigen, wie viel Macht er eigentlich wirklich hat. Sein Aufbegehren ist immerhin noch ein Versuch, Jesus zu retten. Und er wird auch nochmal hinausgehen und seine Unschuld beteuern. Die Unschuld Jesu. Aber er wird nicht stark genug sein. Wenn wir eine Sache als richtig erkennen, sind wir dann tatsächlich stark genug, sie durchzustehen? Bis zum Letzten? Dafür einzutreten, wenn wir Jesus als Herrn für unser Leben entdeckt haben, bezeugen wir das, auch wenn es richtig schwierig wird. Viele Christen haben das dann auch mit dem Leben bezahlt. Aber sie wussten, zu wem sie gehören. Und sie wussten, was sie dann am Ende wirklich erwartet, über den Tod hinaus. Das hat ihnen die Kraft gegeben. Sie haben vertraut, dass das Wort Jesu wahr ist und dass sie die Herrlichkeit sehen werden und in der Herrlichkeit Heimat haben, bei Gott, von Angesicht zu Angesicht.
Haben wir solch starken Glauben, solchen Mut, auch im Kleinen, auch in unseren Gemeinden, auch bei den Menschen, die uns begegnen, wo es durchaus nicht immer leicht ist und wo wir auch schnell in Schwierigkeiten geraten. Möge Gott an unserer Seite sein. Himmlischer Vater, gib uns den Mut und die Kraft, klar zu bezeugen. Oder auch an manchen Stellen bewusst zu schweigen, um den Anschuldigungen ihrer Macht zu nehmen. Hilf uns, bei dir zu sein und Zeugnis zu geben und dich zu verherrlichen, jeden Tag aufs Neue, auch wenn es uns schwerfällt, auch wenn es manchmal uns auch einiges kostet. Herr, dich zu ehren ist das Größte. So, gib uns die Kraft dazu, gib uns Jesus an die Seite, gib uns deinen Geist. Wir danken dir. Amen. Und so können wir nun hineingehen in dieses Wochenende, gestärkt durch unseren Herrn, und dürfen das aufstrahlen lassen, was wir begriffen haben. Gesegnete Zeit.